Ein Heimatkundelehrer wird seinen Schülern, die sich die Grenzen des Landkreises Limburg einprägen sollen, zwei Eselsbrücken als Gedächtnisstütze geben. Die Ziffer 8 oder die Schmetterlingsform. Beides gibt mit etwas Fantasie auf die Landkarte übertragen genau die Umrisse des Kreises Limburg wieder. In seinem Mittelpunkt steht der 700-jährige St. Georgsdom. Er ist nicht nur ein historisches Bauwerk, er ist noch heute kirchlicher Mittelpunkt und Sitz des Bischofs der Diözese Limburg, die große Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz umfasst. Von Tradition kündet auch das Schloss. Der Freund der Vergangenheit kommt hier überall auf seine Kosten. Er begegnet alten Erkern und ehrwürdigen Giebeln, wenn er durch die vielen engen Gassen geht. Der Verkehr, stärker als in gleich großen Städten, ist allen Betroffenen ein Albtraum. Schlimmster Engpass, die Lahnbrücke. Dieses Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert muss den heutigen Verkehr bewältigen. Im Rathaus hat man große Pläne, zum Beispiel das sogenannte Schiede-Projekt. Die Schiede, eine der verkehrsreichsten Straßen Limburgs, soll einmal unter die Erde gelegt werden. Die Verwirklichung des Projektes wird Millionen verschlingen. Millionen, die Stadt und Kreis niemals allein aufbringen können. So sieht die Straße heute aus. Wer sich im Auto mühsam über die alte Brücke gequält hat, muss meist auch noch vor geschlossenen Bahnschranken warten. Von 24 Stunden sind die Schranken 8 Stunden geschlossen. Im Kreis Limburg sind mehr als 14.000 Kraftfahrzeuge zugelassen. Die drei Bundesstraßen, die sich hier kreuzen und über die alte Brücke führen, erhöhen diese Zahl jedoch um ein Vielfaches. Glücklicherweise nimmt die Autobahn Köln-Frankfurt einen Teil des Verkehrs auf. Vorläufig ist sie nur einseitig befahrbar. Im nächsten Jahr soll die zweite Fahrbahn übergeben werden. Dieser Blick war bis vor wenigen Monaten nur vom Flugzeug aus möglich. Jetzt stand die Kamera auf dem neuen Krankenhaus, das ebenfalls im kommenden Jahr fertig werden soll. Das bereits bestehende Kreiskrankenhaus erhält 3 weitere Stockwerke. Außerdem entstehen Wohnheime für Schwestern. Schloss Hadamar. Mit dem Namen Hadamar verbindet sich noch heute die Erinnerung an die berüchtigte Euthanasie. Die Gegenwart, eine freundliche, verträumte Stadt. Die staatliche Glasfachschule ist das Ziel vieler junger Handwerker, von denen ein großer Prozentsatz aus dem Ausland kommt. Das Institut wurde 1949 gegründet, nachdem sich heimatvertriebene Glasbläser im Kreis niedergelassen hatten. Zur alteingesessenen Industrie gehört diese Gießerei in Staffel, der größte Industriebetrieb des Kreises Limburg und der drittgrößte einer Aktiengesellschaft, die in Deutschland 17 große Werke besitzt. Hier sehen wir eines der Hauptprodukte, Röhren. 60.000 Tonnen Guss und 30.000 Tonnen Kanalbeton stehen jährlich auf dem Fabrikationsprogramm. 1.100 Menschen arbeiten hier. Sie kommen aus mehr als 100 Gemeinden der Umgebung. Fast jeder Dritte ist Gastarbeiter. Die etwa 200 Spanier stellen das Hauptkontingent. Einer der Rohstoffe, die in der Staffeler Gießerei gebraucht werden, ist der Basalt. Basalt und Ton sind Schätze, die der Boden um Wilsenroth, Langendernbach und Dorndorf liefert, nur wenige Kilometer nördlich von Staffel im Westerwald. Wer im Wilsenrother Steinbruch Durst bekommt, kann ihn in Niederselters löschen. Das Rathaus ist eine ehemalige Kaserne, denn schon anno 1789 quartierte hier Kur Trier zum Schutz des Wassers ein 25 Mann starkes Jägerkorps ein. Alte Krüge erinnern daran, dass man den Brunnen, der heute hinter diesen Mauern sprudelt, bereits seit dem Jahre 772 kennt. Das Wasser von Niederselters wird seit einigen Jahren in großen Kesseln gespeichert. Es geht in alle Welt. Schon um 1834 wurden alljährlich 2 Millionen Krüge nach Amerika exportiert. Der Ausdruck Selterswasser ist heute zum Begriff für Mineralwasser schlechthin geworden. Vom Wasser trinken zum Wasser treten. Wir sind in Camberg, einer der 3 Städte des Kreises. Camberg hat sich als Kneippbad im Taunus einen Namen gemacht. Wer das Wort Camberg an der Autobahnabfahrt liest, vermutet kaum diese glückliche Kombination von historischen Bauten mit modernen Kureinrichtungen. Camberg ist seit 1927 anerkannter Kneippkurort. Es bietet ein neues Badehaus, gepflegte Anlagen und vor allem eine herrliche Umgebung.
Unweit Camberg liegt Kirberg. Die dicken Mauern der Wehrkirche, die unmittelbar am Rathaus steht, weisen darauf hin, dass Kirberg in seiner Geschichte oft in Kriege verwickelt war. Von der alten Burg sind nur noch Reste übrig geblieben. Die Gemeinde Hausen zeigt die Bemühungen, im Kreis Limburg den Fremdenverkehr zu fördern. Wer als Städter in dieses Dorf kommt, begegnet manchmal sogar solchen fliegenden Händlern, die zum Bild der Gemeinde gehören. Niederbrechen, dem fruchtbaren goldenen Grund südlich der Lahn gelegen, pflegt eine Tradition, die die enge Bindung der Bewohner an die Kirche beweist. Es ist der Pfingstritt. Der alte bäuerliche Brauch darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch der Bauer im Kreis Limburg mit der Zeit geht. Überall sind Aussiedlerhöfe entstanden. Bei Niederzeutzheim einer der musterhaften Höfe. Es gibt im Kreis etwa 3500 landwirtschaftliche Betriebe. Wenn das Leben auf dem Lande schöner werden soll, müssen auch Kindergärten gebaut werden. Der jüngste im Kreis Limburg steht in Hintermeidingen. Nicht viel älter ist die Volksschule in Würges. Ihr besonderer Schmuck ist die Erdlandkarte, die die Schüler selbst auf den Schulhof gemalt haben. Die Anstrengungen des Kreises auf pädagogischem Gebiet bezeugt auch das neue Gymnasium in Limburg. Seit mehreren Jahren wartet der Kreis auf die Eröffnung einer landwirtschaftlichen Berufsfachschule. Eines Tages wird sie mit in die Räume der Kreisberufsschule Limburg einziehen, die auf einer Anhöhe liegt und der besondere Stolz der Pädagogen und des neuen Landrats ist. Der Landrat des Kreises ist seit einigen Monaten Heinz Wolf. Es ist für den Landrat immer eine große Freude, Schuleinrichtungen seines Kreises zu besuchen. Ganz besonders aber diese schöne und wahrscheinlich modernste Kreisberufsschule im ganzen Hessenlande. Sie unterrichtet nicht nur die Pflichtberufsschüler, das sind im Augenblick 1875 Schüler und Schülerinnen, sondern wir sind auch dabei, den zweiten Bildungsweg auszubauen durch die Errichtung von Berufsfachschulen. Aber das ist nicht genug, wir haben noch größere Pläne. Wir möchten die Werkstätten der gewerblichen Abteilung ausbauen. Wir möchten die Räumlichkeiten für die hauswirtschaftliche Abteilung weiter ausbauen. Wir möchten einen Neubau errichten für die landwirtschaftliche Berufsschule. Und wir möchten auch eine Turnhalle oder eine Aula bauen, vielleicht beides zusammen in einer Mehrzweckhalle. Jedenfalls alles Dinge, die erheblich viel Geld kosten, und ein Landrat kann allein bei dem Gedanken an die Finanzierung noch grauere Haare kriegen, als er sie schon hat. Wesentlich typischer als Kochtöpfe sind für die Schule Maschinen und Apparate, an denen junge Handwerker ihr Wissen erweitern. Sie lernen hier, wie man elektrische Größen misst. Andere bestimmen am selbstgebauten Prüfstand die Leistung eines Motors. Der Kreis hat auch eine Abend- und Freizeitschule eingerichtet. Bleiben wir auch zum Abschluss unseres Kreisbesuches beim Thema Schule. Genauer gesagt in der Volksschule Elz, die erst im Juni eine neue Turnhalle erhalten hat. Besonders stolz ist man jedoch in Elz auf den im Frühjahr gegründeten Bubenbläserchor. Man knüpft mit ihm an alte Überlieferungen an. Elz, unweit Limburg, ist nämlich das Dorf der Musikanten. Keine Kerb im alten Nassauer Land, auf der nicht Elzer Musikanten aufspielten. Die Blechköpp, wie man sie mit mildem Spott nannte. Bei den neuen Blechköpp waren wir Gast während einer Probe.